Wir haben eine bekannte Agenda abgearbeitet und ich muss sagen, dass wir insgesamt auch zu den wesentlichen Dingen, aus meiner Sicht wesentlichen Dingen, auch ein Grundverständnis und eine Grundeinigung herbeigeführt haben. Dadurch, dass wir schon mehrere Monate auch in Teilen unterschiedlich unterwegs sind, aufgrund des unterschiedlichen Infektionsrisikos und der Infektionszahlen, ist es nicht verwunderlich, dass wir die inzwischen sehr, sehr unterschiedlichen Verordnungen im technischen Detail logischerweise nicht im Nachhinein einen konnten. Ich nehme nur ein Beispiel. Es war ja der Wunsch, auch der besonders von Infektionen betroffenen Länder, nochmal eine Verschärfung bei den Zahlen zu Familienfeiern herbeizuführen. Und da muss ich sagen, gucken Sie sich unser Infektionsgeschehen heute an. Wir haben heute 9 Fälle. Davon kommen 8 als Urlaubsrückkehrer von außerhalb Deutschlands nach Sachsen-Anhalt rein. Sie haben das also mitgebracht. Es ist also momentan überhaupt nicht begründbar, dass, weil in Sachsen-Anhalt ja nichts generiert wird an Infektionen oder so gut wie nicht, es ist überhaupt nicht begründbar, dass wir an dieser Stelle jetzt von der bewährten Praxis, die untersetzt ist mit professioneller Begleitung bei größeren Familienfeiern, von Hygienekonzepten, DEHOGA-Abstimmungen für das, was in Gastronomie stattfindet und so weiter, abweichen und jetzt dort plötzlich eine Verschärfung reinbringen. Ich wüsste nicht, wie ich das begründen sollte. Es gibt dafür keine Begründung. Und diejenigen, die auch das beklagen würden, wenn wir jetzt die Verordnung dahingehend anfassen, würden vor Gericht Recht bekommen. Wir müssen immer der Lage entsprechend, der Infektionslage entsprechend handeln. Und wir haben auch keinen Regelungsbedarf in Deutschland. Wir haben eher einen Umsetzungsbedarf. Ja, das betrifft auch zum Beispiel der Umgang mit den Mund-Nasen-Schutz-Festlegungen, die ja bei uns sehr, sehr stringent und streng sind. Dass das manchmal schwierig umzusetzen ist, haben wir ja nach dem Champions-League-Sieg auf dem Münchner Marienplatz gesehen. Ja, also das ist, daran sieht man, dass das ein schwieriges Thema ist und ein Staat immer gut beraten ist und auch ein Land mit einem, als Verordnungsgeber gut beraten ist, Dinge zu beschließen, die der Lage entsprechend sind und angemessen sind und die vor allen Dingen auch umsetzbar sind. Sie müssen umsetzbar sein.